Mein Name ist Hannes Borowski, ich bin vom Autohaus Opel Krüger, ich bin Verkaufsberater. Das heißt, ich bin nah am Kunden und verkaufe PKWs und Transporter. Und mein Job ist es im Prinzip, die Leute zu beraten in der Bedarfsanalyse, was für ein Fahrzeug sinnvoll ist für die Familie oder auch fürs Unternehmen. Ja, Fahrassistenzsysteme in Fahrzeugen sollen in primärer Hinsicht die Fahrer und Fahrerinnen von Fahrzeugen unterstützen. Ja, sie haben keine aktive Funktion, sondern sollen das Fahren erleichtern und den Fahrer entlasten. Ja, zum Standardassistenzsystem gehört ganz einfach der allgemeine Tempomat, ohne den ein Autofahren für mich persönlich gar nicht mehr möglich ist und gar nicht mehr denkbar ist. Er erleichtert ganz einfach ja, schlussendlich das Autofahren, hält die Geschwindigkeit. Dazu kommt noch der Kollisionswarner, der gehört für mich auch dazu. Ja, der warnt einfach vor Kollision und verhindert Kollision und somit auch schwere Verletzungen und Todesfälle. Das ist ein Opel Insignia. Das Fahrzeug besitzt über den erwähnten Frontkollisionswarner, den Spurwechselassistenten, den Spurhalteassistenten, den Tempomaten und die Park Distance Control. Sie verhindern schwerste Unfälle, tödliche Unfälle, dadurch, dass ganz einfach der Frontkollisionswarner und der Notbremsassistent dafür sorgen, dass Hindernisse im Nahbereich nicht angefahren werden und nicht beschädigt werden und somit auch ja, Unfälle vermieden werden aktiv. Nützlich ist ganz einfach, sind alle Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug, die das Fahren einfach erleichtern. Beim Einparken ist ganz einfach zu nennen die Park Distance Control, ja, die das Einparken des Fahrzeugs massiv erleichtert. Die Rückfahrkamera, die einfach für Sicherheit im Nahbereich sorgt. Der Kollisionswarner, der Spurwechselassistent sowie der Tempomat.